Wir wollen noch mal ganz allgemein über die Probleme sprechen, die auf den Sozialstaat möglicherweise zukommen. Und da macht es Sinn, vielleicht noch mal ganz am Anfang zu beginnen beim Begriff des Sozialen, der nämlich im Grundgesetz nicht definiert ist. Soziales, das kann heißen ganz neutral zunächst erstmal Gesellschaft. Was aber hier wohl eher gemeint ist, ist Soziales im Sinne von Solidarität. Und darüber gibt es natürlich politische Kämpfe in der Bundesrepublik. Das Gleiche betrifft Absatz 1 des Artikels 1 im Grundgesetz, die Würde des Menschen. Auch die Würde lässt sich unmöglich fast definieren. Und das ist eben eine politische Entscheidung, wie Würde, Menschenwürde definiert wird. Das Gleiche bezieht sich auf die Quantifizierbarkeit sozialer Gerechtigkeit, die extrem schwierig ist und eben eine politische Sachfrage und nicht aus luftleerem Raum zu uns geflogen kommt. Das heißt, es gibt auf der Basis des Grundgesetzes verschiedene Normenkollisionen, könnte man sagen, dass das vom Grundgesetz formulierte allgemeine Gleichheitsgebot kein Egalisierungsgebot impliziert. Es bedeutet darüber hinaus, dass es keine einklagbaren Ansprüche des Einzelnen auf bestimmte staatliche Leistungen gibt, dass aber der Begriff Würde durchaus impliziert, dass es so etwas wie ein menschenwürdiges Existenzminimum geben muss. Das wiederum führt zu verschiedenen Problemen, zu einer wachsenden Staatsquote. Staatsquote definiert als Verhältnis der Staatsausgaben zur Gesamtwirtschaftsleistung. Eine hohe Staatsverschuldung in der Bundesrepublik Deutschland. Hinzu kommt ein demografischer Wandel. Die Gesellschaft wird immer älter, nicht nur in Deutschland, sondern in den meisten erwachsenen Industriestaaten. Japan hat ja ein großes Problem, verschiedene andere Staaten eben auch. Wir hatten schon benannt die wachsende Kluft zwischen Reich und Arm. Hier nur als Beispiel ein Hartz-IV-Empfänger und ein Manager eines DAX-Konzerns, wo eben die Kluft am größten ist. Die berufstätige Bevölkerung schrumpft durch den demografischen Wandel, was unsere Sozialsysteme stark belastet, aber eben auch durch zunehmende Roboterisierung, Technologisierung, Automatisierung in den Unternehmen. Hier gibt es verschiedene Ansätze in den Sozialwissenschaften, beispielsweise die politische Theorie des Akzelerationismus, die hier kritische Vorschläge macht, wie diesem Problem Herr zu werden ist.